Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt wieder ein Painted mit mir am Josephine Wall Spirit of Light. Und wie ihr sehen könnt, bin ich im Gegensatz zum letzten Painted mit mir schon ein ganzes Stück weiter gekommen. Ich glaube, letztes Mal war ich irgendwo hier oder so und jetzt bin ich halt hier oben. Jetzt geht es hier oben ans Lückenfüllen. Ja, ich habe jetzt ja ein bisschen Erfahrung sammeln können mit einem Josephine Wall Bild, beziehungsweise mit einem Bild mit so vielen Farben. 275 Farben sind es ja. Und ich hatte ja am Anfang, das habe ich auch im letzten Video gesagt, dass ich immer ja quasi zwei Kästchen, also das hier ist ein Kästchen und das sind zwei Kästchen, dass ich immer nur zwei auf der Länge klebe. Ich habe mich jetzt aber entschieden, als ich jetzt hier angefangen habe, am Freitag drei zu machen, um einfach mehr ja, Fläche zu haben, um mehr Steine setzen zu können von einer Farbe. Klappt bisher eigentlich auch ganz gut. Also ich habe mir erst die großen Flächen rausgesucht und habe die gepainted und jetzt geht es halt an die kleinen. Ja, bisher klappt das ganz gut. Macht mir immer noch nach wie vor sehr viel Spaß. Und ich freue mich auch total, wenn dieses Bild dann fertig ist, dass ich mit meinem nächsten Josephine Wall beginnen kann. Denn ich habe mir das Call of the Sea gekauft. Und es ist auch schon hier und da freue ich mich schon mega drauf. So, mal ein bisschen suchen hier, ob wir auch alle erwischt haben auf der Seite. Sieht aber gut aus. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier auf drei Kästchen gegangen. Vorher waren es zwei, damit komme ich auch jetzt erstmal besser zurecht. Und ich muss dann mal gucken, wenn ich hier ja, weitergehe. Ich denke mal, drei kann ich noch und dann muss ich halb über dem Bild liegen. Dann werde ich dann erstmal nur hier die drei machen und gehe dann wahrscheinlich auf diese Seite und mache dann da weiter. Muss ich aber mal genau gucken. Oder ob ich eventuell mich dann doch hier an die Seite setze und dann halt hier quasi in diese Richtung dann painte. Ja. Was gibt's sonst Neues? Ich habe mein Stierbild abgeschlossen. Das ist fertig, fertig versiegelt und verstaut, weil das hänge ich nicht auf. Und ich habe angefangen mit dem Weinbild von Diamond Painting Deutschland. Das habe ich mir bestellt. Allerdings mit runden Steinen, weil das in eckig nicht mehr verfügbar war. Und als ich mich dann endlich mal entschieden habe, gab es das halt nur noch in rund. Und da habe ich gedacht, ja gut, ist direkt mal ein Grund, das auch mal zu testen, wie die runden Steine sind. Ich muss wirklich sagen, dass die runden Steine von Diamond Painting Deutschland irgendwie aussehen, als wären die Pastellfarben. Sind sie nicht, wirkt aber durch den Schliff irgendwie so, habe ich das Gefühl. Richtig, richtig schön. Da habe ich aber auch noch nicht viel gemacht, also da bin ich noch ganz am Anfang. Das mache ich ja unter der Woche, da hatte ich jetzt am Wochenende schon die Steinchen einsortiert und hatte nur mal ein paar Steinchen geklebt. Ja. Die Steinchen von dem Weinbild, die habe ich auch tatsächlich in den Koffer umgefüllt. Sind aber auch, glaube ich, nur 45 Farben oder so, also ist nicht viel. Ja, hier bin ich immer noch bei der gleichen Technik. Ich habe halt einige in diesen kleinen Boxen halt hier reingepackt. Bisher habe ich auch noch nicht weiter umgefüllt, also sind noch welche, ist auch nicht viel drin, aber hatte ich bisher noch keine Lust zu. Ansonsten habe ich mir die ja hier reingefüllt und habe halt so kleine Pappdinger halt reingemacht. So, schmeiß weg, braucht keiner mehr. Was painten wir dann als nächstes für ein Symbol? Was haben wir denn hier? Dieses Dreieck, das wollte ich eben schon machen, das habe ich aber nicht gefunden. Ja, also man sucht schon relativ viel Symbole. Und manchmal findet man sie auch einfach nicht. Ich hatte letztens ein Symbol, das war so eine Weihnachtskugel und die hatte Querstreifen, nee, Längsstreifen, nicht Querstreifen, Längsstreifen und das habe ich einfach nicht gefunden, weil die sah so schwarz hier drauf aus und das gab es hier auf der Legende nicht. Und dann hatte ich in der Facebook-Gruppe gefragt und dann meinte einer, nee, das ist das und das Symbol. Ja, war dann für mich auch einleuchtend. So, ich habe gerade ein anderes gefunden, 646, das machen wir mal. Hm.
Ja, was? Ja, also bisher klappt die Technik, so wie ich die Steine aufbewahre, ganz gut. Mal gucken, ob ich das bei dem nächsten Josephine Wall noch ein bisschen optimiere, ob ich wirklich hier mehr von wenig Steinen hier in diese Dinge halt reinmache. Das weiß ich noch nicht genau. Mal schauen, wie das jetzt so klappt. Ja, ich sag mal, natürlich der erste Teil des Paintens, wenn ich mir ein neues Stück aufgemacht habe, macht mir natürlich am meisten Spaß, weil man da wirklich mehr kleben kann auf einmal. Hier ist es ja wirklich so zum Ende hin, dass du halt viel wechseln musst und manchmal einfach wirklich nur zwei Steine von einer Farbe hast, die du kleben musst. Aber wie gesagt, ich suche mir immer erstmal die großen Flächen zum Painten raus und anschließend mache ich dann die kleinen Flächen. Ich hatte hier auch am Anfang bei dem Bild, das war hier so, mit Dreieraufsatz gearbeitet. Und seit ich jetzt weiter nach vorne komme, arbeite ich gar nicht mehr mit Mehrfachaufsetzer. Manchmal hat man die Chance, ab und zu einen Mehrfachaufsetzer zu benutzen, aber das ist so gering, dass es sich gar nicht lohnt, aktuell einfach den Stift dafür umzudrehen und den Mehrfachsetzer zu nehmen. Ja, da haben wir noch eins. Viele haben ja auch so eine Art Lager für gepaintete Steine schon. Das heißt, auf einer Pappe oder hier so, wo die sich dann doppelseitiges Klebeband hinmachen und dann Steine da draufkleben, um die dann mit der Pinzette zu nehmen und rüberzuziehen, wenn man was übersehen hat. Das hatte ich auch erst überlegt, ob ich das machen soll, habe mich aber letztendlich dagegen entschieden. Ich habe mir einfach gedacht, ich painte einfach, was ich übersehen habe, habe ich halt übersehen. Fertig. Ist halt so, das wird dann halt später nachgeklebt. Und dann führe ich halt eben nochmal die Tüte raus. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Also, bisher klappt das ganz gut. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass wenn man dann in dem Bild am Ende ist, von dem Stück, was man gerade paintet, und man eher einfach quasi dann nochmal drüber geht und nochmal die Steine halt paintet, die man übersehen hat, dann kann es immer nochmal sein, dass man am Ende doch irgendwas wieder übersehen hat. Aber wie gesagt, ich gehe dann halt dann irgendwann nochmal darüber, gucke nochmal, was ich vergessen habe, und dann passt das auch. Und was ich wirklich mache, wenn ich jetzt hier nur noch zwei, drei Steine habe und ich sehe gerade, da oben sind die auch, dann painte ich die schön weiter. Ansonsten mache ich das Stück wirklich jetzt cut fertig und beginne dann erst einen neuen Abschnitt. Könnte ich mir jetzt natürlich auch sparen, könnte ich jetzt neu weitermachen. Aber erfahrungsgemäß sucht man am Ende dann mehr, weil man eine noch größere Fläche offen hat und dann noch weniger findet. Deswegen mache ich das nicht. So, wir suchen jetzt mal dieses hier. Ja, ich find's nicht. Also man sucht wirklich schon extrem lang manchmal an einem Symbol. Manchmal klappt's auf Anhieb. Manchmal sucht man Ewigkeiten, bis man es findet. Ich finde es nicht. Es ist verschollen. So, mal gucken. Ich habe das Symbol immer noch nicht gefunden. Wir suchen jetzt einfach mal ein anderes. Jetzt suchen wir nochmal dieses Dreieck mit dem Punkt in der Mitte. Ja, also wirklich Symbole suchen tut man hier ziemlich viel. Ich finde es gleich bestimmt immer noch nicht. Ist ja echt hier verflixt heute, ne? Es ist einfach weg von der Legende.
es ist nicht auffindbar irgendwie gerade. Dann gucken wir noch mal ein anderes. Das habe ich gerade eben auch nicht gefunden. Hier noch ein Apfel. Hier gibt es einen Apfel, den habe ich auch schon mal gehabt. Aber das ist nicht der Apfel. Hier gibt es wieder einen Apfel, der ist einmal mit einem dunklen Hintergrund und mit, ja, als weißes Symbol. Und einmal gibt es den Apfel mit einem roten Hintergrund und mit einem, da haben wir ihn, 3859. Ich glaube, den hatte ich aber noch nicht. Nee. Weil die restlichen habe ich übrigens ja drin gelassen. Und hole mir die nach und nach immer raus. So. Ja, also Josephine Wall ist auf jeden Fall ein Langzeitprojekt. Ich setze mir da auch keine Zeit, wann ich das Bild fertig haben möchte. Es ist irgendwann fertig, dann, wenn es halt eben fertig ist. Und ich mache es halt nur am Wochenende oder ja, wahrscheinlich mal, wenn mal ein freier Tag ist oder Feiertag oder so. Und ansonsten mache ich halt immer ein anderes Bild. Wie gesagt, aktuell das Weinbild. Und es ist natürlich Luxus, wenn man da eine Legende hat, die nur auf einer Seite ist. Mir ist übrigens aufgefallen, dass die Steine extrem aufgeladen sind. Also es kommt natürlich von der Tüte, dass sie so aufgeladen sind. Aber das kann mal sein, dass dir einer vom Schiffchen rutscht und alles am Boden wieder suchen gehen kann. Wobei ich mittlerweile so bin, dass ich die dann noch gar nicht mehr aufhebe. Wenn mir da mal eins runterfällt und ich es auf Anhieb nicht finde, bleibt es einfach da liegen. So, die 745 hatte ich schon mal. Ja, man sieht natürlich jetzt in diesen Painted mit mir nicht wirklich einen Fortschritt bei den Josephine Wall Bildern, weil ich einfach nicht 4 Stunden lang ein Painted mit mir drehe. Und gerade wenn man hier nur Lücken füllt, sieht man nicht ganz so viel. Aber ich habe gedacht, ich nehme euch immer wieder mal mit, gerade bei diesem Bild, und teile mit euch meine Erfahrungen und was ich vielleicht verändert habe in der Zeit oder was besonders gut klappt, damit ihr es auch vielleicht leichter habt, wenn ihr mal so ein großes Bild paintet. So, 7, 4, 5. Also die Technik hier klappt wirklich sehr gut. Da finde ich doch immer relativ schnell dann auch meine Farben. Alles umfüllen wäre mir einfach viel zu anstrengend gewesen. Da hätte ich gar keine Lust zu. So, wir suchen mal diesen Burger, ist es, glaube ich, mit einem gelben Hintergrund. Das Blöde ist halt wirklich, man hat eine Farbe im Kopf. Ah, da. Man hat eine Farbe im Kopf und man hat, ja, also man guckt sich das Symbol an und hat eine Farbe im Kopf. Und wenn ich mir das jetzt hier angucke, ja, es ist schon gleich, aber irgendwie doch farblich ein kleines bisschen anders. Und man sucht und sucht und sucht und findet es einfach nicht, weil man einfach eine andere Farbe im Kopf hat, vom Hintergrund. 3823 ist hier gar nicht drin. Interessant, habe ich das wirklich noch nicht gemacht oder ist es wieder hier? Ah, ne, hier. Waren doch so wenige, dass ich es mal hier reingefüllt habe. Ja, also die klappen ganz gut. Wie gesagt, Sticker passen genau da drauf. Finde ich gut. Die habe ich auch nicht sortiert irgendwie
nach Nummern, sondern die nehme ich einfach, klebe sie drauf und fertig. Ich muss dann halt hier ein bisschen suchen, aber dadurch, dass das Symbol hier relativ groß erkenntlich drauf ist, ist das eigentlich kein Problem. Und so viele Farben mit wenig Steinen, ja, gibt es ja aufgrund der Größe dann ja doch nicht. Was ich auch im Übrigen immer hier stehen habe, ist hier so ein grünes Schiffchen mit Ausschusssteinen oder mit Wachsresten. Dann kann ich mir das immer da reinmachen und nehme nicht versehentlich immer wieder den gleichen kaputten Stein. So, da haben wir alle. Hier oben haben wir noch welche. Ja, nach wie vor macht mir das auf jeden Fall super viel Spaß. Ich mache es wirklich gerne. Ich freue mich aber auch, wenn ich dann mal wieder eine Abwechslung habe mit weniger Farben, einfach damit man die Farben schneller findet. Und wie gesagt, das mache ich dann immer unter der Woche und das Josephine Wall mache ich dann am Wochenende. Ich habe übrigens auch hier den passenden Trichter dazu gekauft, weil das ist wirklich einfacher zum Einfüllen. Ja, klappt ja super, schon direkt was daneben geschüttet. Nee, aber es erleichtert auf jeden Fall das Einfüllen, sonst würde wahrscheinlich ungefähr drei Viertel daneben gehen. So. Was machen wir jetzt für eins? Ich hätte jetzt hier noch im Angebot zum Beispiel ja, immer noch das, aber das finde ich ja irgendwie nicht. Wir haben ja noch Diamant, die können wir auch mal eben machen. 644. Ich habe übrigens das gleiche Bild, was ich gerade mache, bei Facebook gesehen. Da hat sich das eine bei AliExpress gekauft. Ich weiß nicht, ob es jetzt personalisiert war oder ob das wirklich so angeboten wurde. Jedenfalls hat die dir das fertig gepaintet und als ich das gesehen habe, also nee, das hätte ich mir niemals gekauft. Ich habe mir das ja vor allem gekauft, einfach weil das Motiv erstmal super, super schön ist und weil auch die Farben einfach super sind. Also der Farbverlauf, das sieht man hier einfach schon. Der Farbverlauf ist einfach wahnsinnig schön. Der kommt einfach super gut raus. Und wobei ich jetzt irgendwie nicht finde, dass die Farbe dahin passt, muss ich dann später am Ende mal gucken. Aber wenn das weiter weg ist, sieht man das sowieso nicht. Jedenfalls habe ich das gesehen, wie das eine hochgeladen hat. Und die Bilder von der lieben Nicole von Diamond Painting Deutschland sind ja wirklich lizenziert. Deswegen sind die ja auch so teuer. Einmal, weil sie in Deutschland produziert werden. Die werden ja hier in Deutschland gedruckt. Und sie zahlt hier die Lizenz dafür. Und dieses andere Bild, wie gesagt, war von AliExpress. Und das sah farblich einfach grauenvoll aus. Das war total dunkel. Der Farbverlauf kam da überhaupt nicht raus. Und das sah aber auch nicht schön aus. Und hätte ich das Bild so gesehen, hätte ich mir das nicht gekauft. Ich meine, grundsätzlich ist es so, wenn ich ein Bild mir anschaue, jetzt zum Beispiel das hier, heißt das auch nicht, nur weil ich das jetzt bei AliExpress sehe, dass ich mir das dann einfach kaufe. Manchmal muss ich das auch einfach fertig gepaintet sehen und ich denke mir dann, ja, das ist es. Das hatte ich ja mit diesen mit diesem Frauenrücken, den ich gemacht habe. Der war ja auch von Diamond Painting Deutschland. Ich glaube, den gibt es aber nicht mehr. Das war ja auch so, dass ich das zwar gesehen habe auf der Seite, aber das hat mich jetzt nicht so angesprochen. Und dann habe ich das bei einer anderen YouTuberin gesehen und ich fand es einfach total mega. Die hatte das fertig gepaintet in einem Video gezeigt. Und ich war so begeistert, dass ich mir das tatsächlich gekauft habe. Das habe ich dann auch relativ kurzfristig gemacht. Und seitdem hängt das auch bei mir an der Wand. Also jetzt, wenn ich das hier jetzt irgendwo bei AliExpress gesehen hätte, hätte ich es mir vielleicht nicht gekauft. Aber ja, man sieht halt fertige Bilder, man sieht die fertigen Josephine Wall Bilder und einfach, wie die am Ende rauskommen, wie toll die einfach aussehen. Einfach, weil die so viele Farben haben. Also es ist schon Wahnsinn. Und es ist wirklich jede Mühe und Zeit wert, die man da investiert, weil die Bilder einfach hammermäßig rund rauskommen. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts
Neues von mir. Wie gesagt, das Call of the Sea durfte auch bei mir einziehen. Das werde ich dann machen, wenn ich das hier fertig habe. Und ja, ansonsten gibt es tatsächlich aktuell nichts Neues. Ich würde das Video dann noch gerne an dieser Stelle hier beenden. Ich werde euch weiterhin auf dem Laufenden halten, werde euch weiterhin mitnehmen, meine Erfahrungen teilen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!